Hallo Monster Hunter Freunde, ich freue mich wieder, dass ihr zu Monster Hunter 3 Ultimate einschaltet. Es hat sich jetzt einiges getan. Tifa sieht jetzt anders aus, beziehungsweise hat eine andere Rüstung. Und zwar ist es die Azur-Rathalos Rüstung. Die habe ich mir online angeeignet. Die Fähigkeiten sehen wie folgt aus. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Hochrangrüstung. Also wenn ihr online spielt und wenn ihr jemanden habt, der euch helft, dann ist das eine absolute Empfehlung. Da ist Ohrstöpsel Stufe 1 drauf. Ich habe da jetzt noch Feuerabwehr optional dazu gemacht. Wenn ihr beim Schmied die nötigen Items habt, könnt ihr Experte von Stufe 2 auf 3 bringen. Es bringt uns 30% mehr Affinität und Scharfschwert noch mit dabei. Dann habe ich mir auch ein paar Waffen eingeeignet. Hier, der Plesiot-Kopf hat ordentlich Angriff, viel grüne Schärfe. Die 30% Affinität kommt von unserem Skill und hat auch noch Wasserelement als Schaden. Und zwar habe ich mir diese Waffe angeeignet als Vorbereitung für den nächsten Gegner. Jetzt schaue ich erst einmal, was ich mich hier aneigne. Na, das klingt doch ganz gut. Es geht in die Tundra. Es ist eine Unterart von einem Gegner. Schockierende Entwicklung. Erjage einen Unheils-Giginox in der Tundra. Aufpassen, hier ist auch ein Giginox. Ihr seht, hier ist eher so grünlich, hier ist er so hellblau. Und Achtung, dieser Giginox, dessen Gift ist bereits Gift plus, also keine Ahnung, Hochranggift. Dieses Gift zockt euch so richtig viel Leben ab. Also, wenn ihr immer so, keine Ahnung, 2-3 mm Leben abgezogen habt, werden es jetzt doppelt, dreifach so viel sein, also aufpassen. Aber ich glaube, es ist doch keine Schlüsselquest. Ich habe sie einfach mal gemacht. Ich starte jetzt diese Quest. Die Schreie von den Giginoxen sind Stufe 2, also wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, reagiert ihr nicht auf den Schrei, aber wenn ihr nah dran seid, wird es genau sein, als wenn ihr keine Ohrstöpsel dran habt. Man kann von Giginox nichts abtrennen, deswegen keine scharfe Waffe. Ich finde es hingegen sehr gut, wenn man jetzt mit dem Hammer spielt, dann kann man ihn zumindest betäuben. Und ich brauche Grasium-Erz. Also, Isisium ist die Niedrig-Variante, kann man aber in höherrangigen Quests auch bekommen. Und seltsamerweise bekommt man hier auch Fusium-Erz. Das ist eigentlich ein Erz, was man im Vulkan bekommt. Ah! Dreimal drehen, dass er wegkommt. Wenn er euch zu lange an euch saugt, wird er groß. Und kann dann auch noch Giftattacken auf euch wirken. Also diese ganzen Monster-Essenzen, Spucke, Schleim, was auch immer, ist sehr einfach über die Kleingigis an diese ranzukommen. Aber mir geht es jetzt mehr um das Erz. Ah, hier ist ein Erz. Die Erdkristalle. Nie irgendwie wegschmeißen oder denken, ihr braucht sie nicht. Ich hatte mal wirklich 200, hab dann mal welche verkauft und dann habe ich im G-Rank mal eine Waffe bekommen und man braucht, glaube ich, 200 Erdkristalle, um diese zu maximieren. So.
So, wo bist du denn? Also normalerweise ist das Anfangsgebiet hier dran, ne? Ich habe jetzt nur keine Farbbälle dabei, aber der ist nicht so schwer aufzuspüren. Ja, die Fähigkeit Waldmann, die bringt sehr viel, finde ich. Sehr nützlich. Die Spitzhacken, die gehen so krass schnell kaputt. Aber diese Droprate von diesem Gratium, was ist denn da los? Wieso kriege ich das so selten? Ja, Samthaut werde ich nicht brauchen. Na, in dem Gebiet wird er nicht sein. Die Waffe sieht schon cool aus, oder? Na gut, Isisium immerhin etwas. Insektenhülse ist Müll. Kann man auch mit gar nichts kombinieren. Wo ist denn mein Freundchen? Ja, bei den Unterarten kommt kein Video. Deswegen gibt es keinen festen Platz. Da ist er. Da ist das Viech. Das ist jetzt die Rückseite übrigens. Jawohl, das war noch ein Treffer. Ja, diesen Schlag, wo ich mache, der ist im Multiplayer recht unbeliebt, weil er alle wegschleudert. Aber der hat halt eine gute Hitbox. Und jetzt spiele ich ja sowieso alleine, da ist es egal. So. Obacht. Also er ist, sein Element ist Blitz, seine Schwäche ist Wasser. Hinzu kommt noch, dass wenn ihr getroffen werdet, dann seid ihr noch gelähmt. Super Kayamba. Jetzt weiß ich nicht, ob die beiden Gigis, weil meine beiden Helfer, die sind, haben Lähmungsangriff als Fähigkeiten drin. Aber es könnte auch das Friendly Fire von Mama oder Papa Giginox sein. Ja, es gibt noch diese Abprallbomben, die in die Luft fliegen, aber... Oh. Jetzt fährt er sich rum, ist er wütend. Oder es. Weg da. Wenn er wütend ist, sind seine Körperteile gehärtet, insbesondere Kopf und Hinterteil. Aber mit aufgeladenen Schlägen führt ihr eure Angriffe trotzdem wie gewohnt durch. Oh, ich hatte jetzt keine Ausdauer mehr. Echt? Ist in dieser kurzen Zeit schon meine Ausdauer runtergegangen? Okay, ich habe ein bisschen suchen müssen, ein bisschen Ärzte geklopft. Jawohl. Jawohl. Auch wenn die Angriffe abprallen. Und am besten hier seinen Bauch angreifen. Dieser kann nur zerstört werden, wenn er so dran liegt.
Er ist sogar schon müde, also Hammer. Stumpfe Waffen. Kommt vor, dass stumpfe Waffen die Gegner sehr schnell ermüden lassen. Schöner Treffer. Ich glaube, der wird gegen Lähmung immun sein, ist ja sein Status. Wobei, der normale Giginox kann vergiftet werden, aber er wird wahrscheinlich ein Minimum bis gar nichts abziehen. Also wechselt er das Gebiet? Keine Ahnung. Und wie geht er nach rechts? Aber ich tippe mal, dass er in das große Gebiet hier geht. Ansonsten, man hört es gleich an der Musik. Man muss jetzt nur ein bisschen warten. Nein, hier ist es nicht. Aber ich glaube, der normale fliegt immer dann hierher und der Unhalt. Ah, der ist müde, deswegen frisst er hier diese Reste. Aufhören. Es reicht. Aber man hat gesehen, dass meine Items eh schon sehr schnell voll waren. Jawohl, das war ein Kopfbrecher. Und ein Glitz hat mir hinterlassen. Ah. So, das. Okay, das gibt mir Geld, aber das werde ich auch brauchen. Ich habe jetzt Geld gegen Geld getauscht. Ah, oh, fast. Boah, diese Reichweite. Also links ist es besser, da zu laufen, aber ich hätte es so oder so gerade nicht geschafft. Beobachter, will er euch fressen? Bist du wieder müde oder was? Schon wieder. Aber diesmal kann ich den Schatten beobachten, wohin er geht. Okay, die Heilung brauche ich jetzt nicht. Na, der wird jetzt da gleich aus der Höhle rauskommen. Ach, im Übrigen, wenn ihr die Agro habt, wenn ihr auf ihn zuläuft, Ausdauerverbrauch normal. Wenn ihr von ihm wegläuft, Ausdauerverbrauch erhöht. Also man kann es sich so wie in so ein 360 Grad Ausdauerverbrauchs, wie auch immer nennen. Die 180 Grad, die zu ihm gehen. Normaler Verbrauch, die 180 Grad auf der anderen Seite vom Kreis, verbraucht ihr mehr Ausdauer. Ich hoffe, versteht, was ich meine. Ich hätte nichts dagegen, wenn du gleich nochmal betäubt bist. Und ein Steak ist auch fällig.
Das waren bloß 4 Drehungen, bei der 5. hätte ich den etwas besseren Schlag ausgeführt. Das war knapp. Boah, das konnte ich nicht mehr abbauen. Zu unflexibel. Teufelspest auf mir. Donnerpest? Was sah ich denn da? Jetzt noch nicht so unbedingt, aber im Hochrang gibt es doch ein paar Rüstungen. Also ein Rang höher als jetzt gibt es Rüstungen, da kommt ihr recht einfach an. Ohrstöpsel plus 15. Oh, das muss ich echt aufpassen. Wow! Ja, mit der Donnerpest werdet ihr viel leichter betäubt. Viel schneller. Also wenn ihr weiter weg seid, ist es noch recht einfach zum Ausweichen, aber wenn ihr genau da steht, wo seine Blitzkugel aufschlägt, da habt ihr schon verloren. Oh. Jetzt komm schon. Echt nur mit 100 Ausdauer. Das ist so knapp. Jetzt komm schon. Nein, friss mich nicht. Tja, jetzt hab ich die größere Reichweite. Obacht. Ah. Ich dachte, der greift nach mir. Da wäre einfach nur in Bewegung bleiben die bessere Variante gewesen. Ich schaffe es kaum 2-3 Schläge hintereinander zu machen. Weil ich dann immer instant getroffen werde. Aber wenn ich mal öfters den Namen treffen würde, dann würde der auch mal liegen oder so. Danke. Jetzt aber. Wenn es ein Skill gäbe für schnelleres Laufen, ich würde es bei jedem Set nehmen. Ich schwöre euch. So, jetzt kümmern wir uns mal um die Krankheit mit der Ausdauer. Ist ja traurig. Gracium, na also, geht doch. Herkudrome unbedingt behalten. Sonnenspezifil habe ich schon oft. Geht doch. Ich habe ich gerade eben entsorgt, weg mit dir. Nein!
Ja. Der wird aber auch abnormal schnell wütend. Ja. Endlich. Das war jetzt... That was a lot of damage. Das wollte ich schon immer mal sagen. Linken Stick drehen. Jetzt. Weil sonst macht er noch seine Superattacke am Ende. Das gibt's doch nicht. Der humpelt noch nicht mal. Aber glücklicherweise gibt es nicht sehr viele Gegner, die Ohrstöpsel plus 2 brauchen. Ja, super. Jetzt hatte ich die Wahl zwischen Lähmungsstachel und Giginox. Im Übrigen ein geschickter Rettungssprung. Ist besser als sich die Ohren zuzuhalten. Seid ihr dezent schneller wieder im Einsatz. Ah. Ich greife eigentlich einfach mal weiter an. Das ist schon mein drittes Heißgetränk. Gut, Vorräte sind zwar da. Aber Leute, ich bin der Meinung, er ist jetzt fangbar. Giginox glaubt, das Monster, was tendenziell lieber gefangen wird, damit das Elend vorüber ist. Ist das dein Scheiß Ernst? Gehst du jetzt wirklich weg? So, willkommen in Monster Hunter Original und Classic. Diese Falle ist jetzt 5 bis 10 Minuten aktiv und ihr könnt keine zweite Falle setzen. Wunderbar. Ah, ich liebe es. Ja, absolut. Hä? Ah. Wo bist du? Da. Da
Das heißt für mich aber, dass er nicht capbar ist. Noch nicht. Aber ich hätte zumindest a lot of damage gemacht. Aber egal, er wird in dieses Gebiet noch zurückkehren. Die Falle ist lang genug aktiv. Ja, du bist müde. Du bist müde, du kannst doch gar nicht. Was? Ich dachte, wenn er müde ist, kann er das nicht machen. Komm schon. Yeah. Was? Er ist gelegen? Es hat zwar ewig und 3 Jahre gedauert, aber er ist gelegen. Vielleicht auch noch betäubt. Im Übrigen immer so, das Monster sollte immer so dezent rechts von euch stehen. Habt ihr die beste Chance, mit dem Hammer zu treffen. Ja, drittes Mal betäubt. Oh, der hat echt viel Leben. Das ist echt nicht zu verachten. Da steht er links und ich treffe nicht. Lieber, dass er rechts steht. In die Falle, du Miststück. Ich will nicht, dass er sich schlafen hängt. Er hängt dann in der Luft. Er legt sich nicht schlafen. Er hängt sich schlafen. Und deswegen, komm doch bitte hierher. Damit die Falle doch noch seine Wertigkeit bekommt. Hey, das ist mein Erz. Alter. Krass, übers ganze Areal. Lalelu. Das. Und das. Jawohl. Ah. Anders als in World, nur wenn es explizit eine Fangquest ist, geht's dann nach 20 Sekunden ist diese Farmzeit vorbei. Hier bleibt es bei einer Minute, wenn es uns freigestellt ist. Ich habe jetzt beim Essen Feline Waldmann gehabt und der Unterschied ist wie Tag und Nacht mit den Eisenspitzhacken. Es gibt natürlich auch einen Skill, aber wenn ihr wirklich farmen wollt mit einem Farmskill, dann macht jetzt nicht bei einer. Ah, ich will noch das haben, ja. Gut. Ich habe nur hoffentlich die normalen Risskugeln dafür eingetauscht. Ach, Gott sei Dank, helles Extrakt. Ich glaube, nur Giginox gibt dieses helle Extrakt her, egal in welchem Rang. Gigi-Haut. Donnerbeutel bekommt man von ihm. Da gibt es, habe ich früher mal verwechselt, es gibt noch ein Monster, es gibt einen Blitzbeutel und einen Donnerbeutel. Also den Donnerbeutel bekommt man von ihm. Ah, Experte plus 1. Wow, aber ich nehme es mal mit. Ist immerhin ein Slot, den ich mir spare. Schnell aufbauen und Status. Damit könnt ihr Fallen in der halben Zeit aufstellen. Ist nicht verkehrt.
Den Rest verkaufe ich. Hat er euch denn was beigebracht? Lampenmaste können gestiegen. Ah, und fast hätte ich jetzt vergessen. Sobald ihr Plesiot geschafft habt, macht unbedingt diese Quest. Dann sagt Chacha, hey, habe neue Maske. Und es ist total einfach. Ich glaube, es war ein bisschen Rathian-Zeug, irgendetwas, was ihr leicht farmt und Volvido-Zeug. Und dann bekommt ihr die Felnix-Attrappe. Nachher eine Felnix empfundene Maske. Das sind die schwarzen Karten. Also das ist die normale, die helle und das ist die dunkle. Träger können Materialien stehlen, außerdem angreifen, aber nur aus der Nähe. Trotz niedriger Verteidigung neigen Monster dazu, große Monster anzugreifen. Und bei der Anfrage steht irgendwie dran, Monster werden es hassen. Wie cool. Oh, die haben fleißig eingesammelt. Also, bei den Masken Stufe 5 ist das höchste. Sobald eine Maske auf Stufe 5 ist, werde ich dann auf jeden Fall die Felnix-Attrappe hernehmen. Ich könnte es auch jetzt machen, aber ich mag es lieber, Sachen zu maximieren, bevor ich sie eintausche. Genau. Ich hab... Im Übrigen, wenn ihr einen 3DS habt, mit dem Spiel... ja, ich war ein bisschen unterwegs. Ich habe das auf dem 3DS gespielt. Genau, deswegen habe ich das bereits schon. Und irgendetwas wollte ich noch zeigen. Genau. 800 Angriff. Ah, dann müsste ich nochmal Duramboros machen. Also... Angriff ist das A und O beim Großschwert. Das ist... Oh, da müsste ich schon ein paar Mal machen. Da komme ich auch noch nicht dran. Meine Giftklinge... So, das ist jetzt Rarität 8. Das ist schon G-Rang. Also 1 bis 4 ist Hochrang. Wobei 4 natürlich das Beste vom... Niedrigrang. Wobei 4 das Beste vom Niedrigrang ist. 7 ist das Beste vom Hochrang. Und G geht sogar bis Rarität 10. So... Beim Hammer, der hat jetzt 800 Angriff. Ihr habt hier zwei Wege. Lasst euch nicht blenden. Der Zahnhammer Echo ist besser. Erstens wegen der blauen Schärfe und zweitens wegen mehr Angriff. Lasst euch nicht von Element blenden. Angriff ist eben Angriff, genau. Wie sieht's denn hier aus? Ah, dieser Diablos-Schweifschuss, da muss ich diesen Schweif abtrennen. Das kann man mit Großschwert am besten. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate.